Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir uns im Dorf noch ein paar Upgrades für unsere Magie und auch unsere Leben geholt. Und dann haben wir schon mit dem nächsten Level begonnen, nämlich dem hier, wo wir uns auch gerade befinden, wo wir dann am Ende noch gegen, ich glaube, King Knight hieß er, kämpfen müssen. Aber erstmal wollen wir jetzt hier uns noch weiter vorantasten. Hier geht es nämlich weiter mit dem richtigen Weg. Aber hier links ist ein Secret, das wir beim letzten Mal schon kurz betreten haben, diesen Raum. Aber dann habe ich gleich wieder aufgehört, weil dann der Part doch zu lang wurde. Weil ich dann doch nicht erwartet habe, dass das Level hier schon so lang sein würde. Aber das freut mich, dass die Level hier so lang sind und auch so viele Secrets eben haben. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Sollt ihr bitte nicht runterfallen. Das Problem ist ja auch... Oh Gott. Das wird schwierig werden. Das Problem ist ja auch, was ist das Problem? Ja, auf jeden Fall, am Ende vom letzten Part habe ich eben noch herausgefunden, dass man Checkpoints zerstören kann und dann von denen einiges an Gold bekommt, aber dafür dann auch eben, es halt quasi keine Checkpoints mehr sind, denke ich jetzt mal. Also ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich nicht bei dem Checkpoint von gerade eben halt wieder rauskommen, weil den gibt es ja gar nicht mehr, sondern eben halt bei dem davor. Und deswegen, das ist ein ziemlich cooles Prinzip, finde ich, dass man eben halt sich einiges an Gold holen kann, indem man eben die ganzen Checkpoints mal zerstört, aber es ist dafür halt auch riskant. Das ist eine ziemlich coole Idee, wie ich finde. Okay. Und ja, aber ich will mal kurz was überprüfen. Kann ich hier rein? Nein, okay, alles klar. Also ich kann diese Bücher hier immer aufmachen und dann erscheinen da Plattformen, auf denen ich dann entlang springen kann. Das ist auch eine interessante Mechanik. Da kann ich übrigens wieder angeln. Aber jetzt will ich kurz machen. Am besten mache ich wieder auf dem Gamepad das kurz ausrüsten. So, dann oben Y muss ich drücken und wir angeln. Yay. Oh, ah, hier ist ein Abfisch, guck mal. Warte, iss mich nicht, Ritter. Der Abfischkönig hat mich geheißen, seine Beute mit dir zu teilen. Ein Hoch auf den Abfischkönig, der König von Frucht und Fisch. Möge sein Stängel lang wachsen. Also geht es Mutes. Macht 10 Sekunden lang unbesiegbar. Genial für diesen kniffligen, für diese kniffligen Stellen. Okay, das ist ganz cool. Also ich kann da entweder solche goldenen Fische finden, die mir dann eben Gold geben. Oder halt auch Abfischfische. Das ist jetzt doppelt gemoppelte Abfische halt, die mir dann eben irgendwelche anderen tollen Upgrades geben. Also ich brauche das gut da. Die mir eben irgendwelche anderen tollen Upgrades geben. Oder was ist da Upgrades? Die halt eben hier meine Tränke wieder auffüllen mit einem besonderen Trank, wie jetzt gerade eben. Nämlich dem, wo ich dann eben unbesiegbar werde für kurze Zeit. Das ist ziemlich cool. So, ich kann es mal wieder neu aufladen. Okay. So. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen tricky jetzt hier. Okay. Ja, das ist schon gleich mal einfach, was wir jetzt hier alles machen müssen. Vor allem mit dieser blöden Lavasuppe, die da runterfällt. Ich warte mal am besten, ja. Oh Gott. Nein! Ja, okay, ich hatte eh keine Zeit mehr und ich wurde auch getroffen. Und jetzt muss ich von dem Checkpoint aus wieder starten. Ja, tatsächlich. Oh Mann, das ist ja fies. Okay, das war jetzt aber auch schon keine einfache Stelle. Ich dachte auch, dass ich da ein bisschen mehr Zeit vielleicht hätte. Aber ich muss da wirklich mich mega beeilen, weil ich ansonsten schon gar keine Chance mehr habe. Okay, muss ich die ganzen Secrets eigentlich auch nochmal neu holen? Wahrscheinlich schon, oder? Na gut, dann tut mir das leid. dass ich da jetzt das mit dem Checkpoint dann da am Ende noch, na fuck ey, da am Ende noch herausgefunden habe und das jetzt quasi dann schlecht war, wenn man so will, weil jetzt eben das Ganze hier nochmal neu machen muss. Sorry deswegen. Ich werde es mal auch nicht schneiden, also ich werde nicht sofort schneiden, wenn ich einmal sterbe und was halt wieder neu machen muss. Das ist halt bei Jump'n'Run so, dass man halt da häufiger mal stirbt und dann eben Sachen nochmal neu machen muss. Aber jetzt weiß ich auch besser Bescheid, dass ich das mit den Checkpoints vielleicht erstmal nicht so häufig machen sollte, die immer zu zerstören. Auf jeden Fall nur dann, wenn ich mir halt auch wirklich sicher bin, dass ich auch wirklich da irgendwie durchkommen werde. Aber ich meine, wie kann ich mir sicher sein? Ich kenne ja das Spiel nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn da zwei direkt hintereinander kommen oder so, dass ich dann vielleicht mal einen auslassen kann oder einen zerstören kann halt, um dann eben mehr Gold zu bekommen. Er kriegt die... Ah, okay, ich habe die Schatzrumme doch schon geholt, oder? Ja, weil hier sind nämlich auch überall keine Schätze mehr. Okay, dann muss ich die ganzen Secrets doch nicht mehr abgrasen, oder wie? Okay. Aber ich habe doch jetzt trotzdem von meinem Gold einiges abgezogen bekommen, oder? Da bin ich immer noch ein bisschen verwirrt, wie das genau funktioniert, wenn ich jetzt sterbe. Ich meine, ich kann mir diese Säcke da jetzt dann gleich wieder einsammeln, die ich ja gerade eben verloren habe, wo ich dann wieder einiges an Gold bekommen kann. Das ist schon wichtig. Aber ich glaube nicht, dass das alles Gold sein wird dann, oder? Da ist nur noch Magieguck da rechts und hier ist auch nichts mehr. Ja, das ist alles weg, das Gold hier, weil ich das schon eingesammelt habe einmal. Also das bleibt gespeichert. Das ist interessant. Warte mal, krieg ich von dir dann... Ja, das ist aber noch... Okay, ein Gold habe ich hier noch bekommen. Wenn ich jetzt nicht besiege, kriege ich dann noch vielleicht ein bisschen was? Oder ist das auch weg quasi? Also auch das Gold von den Gegnern. Das müssen wir mal kurz checken. Ne, kriege ich nur Magie von dem. Okay, interessant. Alles klar. Das heißt, das Musikblatt, das hier links war, habe ich, ist auch schon eingesammelt, oder? Ist schon eingesammelt, ja, okay. Ah, der Checkpoint kommt übrigens auch nicht wieder. Das ist ja auch fies. Wenn ich den einmal zerstört habe, dann bleibt der für immer zerstört. Okay. Ja, also da müsste man dann echt am besten wissen, was in dem Spiel noch so alles auf einen warten wird,
dann in den nächsten Abschnitten, dass man eben dann genau weiß, wann halt sehr schwierige Abschnitte kommen, wann man jetzt eher das nicht unbedingt machen sollte. Das sind jetzt die Säcke, die ich dann gleich unbedingt einsammeln will wieder. Was mal schwierig wird übrigens. Shit, ey, komm mal. Ja, wie krieg ich denn den überhaupt? Das ist blöd. Ja, warte mal, aber da habe ich jetzt ein bisschen Zeit, um mir den goldenen zu holen erstmal. So, komm her jetzt. Krieg ich den? Okay, ich krieg ihn. Sehr schön. Das waren erst. Okay, 700 Gold war das wieder. Das will ich unbedingt haben, alles. Die silbernen bringen, glaube ich, mir nicht so viel, aber dennoch. Will ich, glaube ich, auch einsammeln, wenn es geht. So. Ja, komm ich denn da überhaupt hin? Okay, so. Oh nee. Nein! Mann, das ist blöd. Warum müssen die dann an solcher. An so einer blöden Stelle da sein, diese blöden Windsäcke da? Mann, ey, das nervt mich jetzt schon. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon noch wieder 4200, habe ich nur wieder, okay. Mann, ey. Ja, aber ich meine, immerhin den Golden habe ich wieder bekommen. Aber das Gute ist, dass wir jetzt hier viel schneller durchkommen können, weil ich eben schon genau weiß, dass ich die ganzen Secrets nicht noch ein weiteres Mal erkunden muss. Ach, Mann, ey, das nervt mich jetzt aber. Das nervt mich jetzt echt voll. Merkt das, glaube ich, auch. Dass ich da jetzt einfach nicht dran vorbeikomme. Ich meine, gerade eben wäre ich ja vorbeikommen, wenn ich nicht halt wieder auf die Säcke konzentriert hätte. Aber ich wollte die halt unbedingt haben. Aber das ist echt keine einfache Stelle, muss ich wirklich zugeben. Ach man, ey. Nervig, nervig, nervig. So, aber jetzt werde ich es dann hinkriegen. Ich will aber trotzdem die Säcke auch wieder mitnehmen. Aber jetzt sind, glaube ich, an besseren Positionen, ein bisschen zu finden. Ja, okay, da komme ich jetzt leichter hin an die. Sind die anderen von gerade eben. Wahrscheinlich sind die jetzt dann aber dafür jetzt weg, oder? Okay, die sind dann weg. Also die habe ich jetzt für immer verloren. Diese anderen silbernen Mützsäcke da, die da noch rechts waren. Aber na gut, so. Okay, jetzt noch gleich richtiges Timing finden. Jetzt. Okay, hier warte ich kurz. Und hoch. Okay, das ist echt fies, weil ich meine, das Buch bleibt da echt nicht lange, oder die Plattformen bleiben echt nicht lange da. Ich habe nicht mal zwei komplette Durchläufe. Ich dachte halt schon, dass ich wenigstens zwei komplette Durchläufe hätte. Aber hatte ich nicht. Das ist echt fies. Muss ich echt zugeben. Aber gut, so. So, ich werde jetzt nochmal schön hier hochgepusht. Ich denke mal, jetzt noch gleich kommt der Boss. Das war jetzt wahrscheinlich schon eben die letzte Hürde vor dem Boss, wo ich dann wieder jetzt zweimal gestorben bin. Sehr ärgerlich, aber naja, lass mich machen. So, eigentlich immer noch nicht. Da ist erstmal wieder so ein Typ. Okay, aber den kennen wir jetzt schon. Stimmt, er schießt ja zweimal. Sorry, habe ich es vergessen. Er schießt zweimal, richtig. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, weil der Boss ist bestimmt nicht mehr weit, glaube ich. Jetzt habe ich ja nochmal ein Herz Schaden oder halt ein. Ja, ich habe es wieder vergessen. Ein Lebenspunkt Schaden genommen, was nicht ein bisschen ärgerlich ist, aber müssen wir jetzt durch irgendwie. Vielleicht. Okay, ich kriege wieder eine Ahnung von ihm. Vielen Dank. Sehr freundlich. Okay. Und es wird hoffentlich auch. Okay, hier kommt noch ein Checkpoint. Und den werde ich jetzt auf jeden Fall nicht zerstören, diesen Checkpoint hier vor dem Boss. Aber das alles nochmal neu machen zu müssen, da habe ich dann doch keine Lust. Den lasse ich dann jetzt doch da. Okay. Ich rüste am besten schon mal kurz meinen Feuerstab aus. Okay, dass dann gleich auch eine Schusswaffe habe gegen den Boss. Alles klar. Hallo? King Knight. Ein Eindringling ist unter uns, hinfort aus unserem Thronsaal, Bube. Ich bin nicht weniger ein Eindringling als du. Du bist nicht mal ein richtiger König. Oh, da irrst du dich aber. Die Verzauberin hat mein königliches Ich erkannt und nun beugen alle das Haupt. Du bist nichts als ein dekadenter Dandy. Was? Doch jetzt soll dir Gerechtigkeit widerfahren. Die Gerechtigkeit der Schaufel. Ruhe. Oh Gott. Hallo. Ne? Du bist schnell. Hilfe, du bist sehr schnell. Kann ich auch wieder auf den Bouncen? Nimm da, okay, daneben geschossen. Aber ich meine, ich kann 10-mal Feuerbälle schießen in dem Kampf, also schon einiges. Okay, ich muss einfach seine Sprung. Oh Gott. Seine Sprungmuster ein bisschen angucken. Nimm das. Okay, drüber gesprungen, sehr gut. Ja, das habe ich noch nicht ganz raus. Aber mach dir mal einen kleinen Hopser und dann einen. Hilfe. Und dann einen großen. Machen die mir Schaden? Wahrscheinlich schon. So kleines. Was ist denn das? Konfetti? Einfach nur. So kleines Konfetti macht mir Schaden oder wie? Keine Ahnung. Bam! Endlich mal getroffen haben mit dem Feuerball. Okay. Er hat natürlich schon einige Leben. Aber wir können ihm ziemlich häufig welche abziehen. Also am besten ist echt der Bounce hier. Also hier das Rumbouncen auf Gegner macht auch mega viel Spaß und ist auch eine total gute Taktik. Sondern mal das hier. Bam! Sehr gut. Wir müssen den Konfettis ausweichen. Oder was auch immer das da. Für mich sind das Konfettis einfach. Ich weiß nicht, warum Konfettis mir Schaden machen können. Aber ist auf jeden Fall so. Jetzt ist das eine, das abgeblockt. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich soll auch wirklich meine ganze Magie mal so ein bisschen hergeben. Weil ich kann die dann bestimmt gleich wieder auffüllen. Wenn ich wieder ins Dorf zurückgehe. Na shit, ins Dorf zurückgehe oder sowas. Das ist eine sehr böse Attacke, aber er ist tot. Okay. Yay! Und noch mehr Gold. Yay, habe ich mich auch nicht ganz ideal angestellt in der Stage. Aber wie gesagt, diese eine Stelle da, gerade eben, wo ich zweimal gestorben bin, die ist echt mega fies. Muss ich echt zugeben. Okay, und immer nach einem Level sitzt er offenbar am Lagerfeuer. Und ich darf wieder Shield Knight auffangen oder sowas vielleicht. Nee, diesmal nicht. Okay, interessant. Na gut. Aber ich kann mir ein bisschen was holen hier aus dem Lagerfeuer. Da ist sogar ziemlich viel drin, das ist ganz cool. Okay.
Yay, und Sachen passieren. Okay, wir dürfen hier, ja, wir dürfen noch nicht ganz weiter, weil die, okay, für das obere Schloss muss ich King Knight besiegen. Und für das hier eben Spectre Knight. Und das ist jetzt so ein random Event, das hier passieren kann. So ein zufälliger Kampf, okay, das kennt man ja auch aus Super Mario Bros. 3 zum Beispiel. Oder auch aus anderen Spielen, die sowas häufiger machen. Das sehen wir, dass eben auf der Karte mal so random Gegner auftauchen, die man dann besiegen kann. Und von denen kriege ich halt dann einiges an Gold als Belohnung wahrscheinlich. Würde ich mal schätzen, der eine ist in seinen Tod gesprungen. Na gut, und ich hab auch die Magie wieder aufgefüllt bekommen, automatisch. Einfach nach, ja, kann man offenbar immer nach einem Level automatisch wieder aufgefüllt. Also ja, bei den Bosskämpfen sollte ich wirklich, ja, würde ich mal meine ganze Magie hergeben, die ich so habe, weil ich die danach eh wieder aufgefüllt bekomme. Ja, ich kriege ja einiges an Gold. Ja, hier ist ein Jägervieh sogar, okay. Und zack, so. Yay, noch mehr Gold. Yay, und da ist ein weiterer großer Kristall. Ne, na Mann, ey, ich bin immer so schlecht, ey. Das ist immer fies, da muss ich echt mal aufpassen. Wenn hier Gegner in der Nähe von Schluchten... Ich hasse dich. Gegner in der Nähe von Schluchten sind, weil man da echt leicht runterfallen kann. So. Und da hinten ist jetzt dann bestimmt gleich der Boss quasi, jetzt von diesem Extra-Level, wenn man so will. Ah, doch nicht, da kam gar keiner. Okay, ich dachte, würde am Ende auch ein großer kommen, aber es ging nur um die Kleinen. Na gut. Soll mir auch jetzt sein. Gut, dann ich gehe mal wieder zurück ins Dorf auf jeden Fall. Weil ich mich da definitiv wieder upgraden will ein bisschen. Sagen die jetzt eigentlich andere Dinge? Mach ja keinen Ärgerkrieger. Ich glaube, ich sage noch dasselbe. Ah, der freut sich aber, der Buddy. Yay. Holla, du hast ja 5 Notenblätter. Vortrefflich. Ich habe hab ich echt 5 neue? Okay, ziemlich cool. Wundervoll, lass es mal sehen. Oh, da hast du ja Pastorale. Die eigene Musik in Einkaufszentren zu hören. Ich nehme an, so bezahle ich meine Rechnung. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Okay, wir können mal kurz uns das wieder schnell angucken. Ja. So. Hier, die 2 sind neu. Und das hier und die 2. Okay. Wir können es dir mal immer kurz anhören. Das passt schon. Passt die Pastorale eben. Ja. Ich kann mal kurz vorlesen. Eine ruhige Interpretation unserer Dorfhymne. Ideal, um sich draußen zu entspannen. Okay, ein Remix von dem Dorfthema. Spielt es mal irgendwann oder so? Keine Ahnung. Der Zufall, unten in der Saftbar ist die Akustik suboptimal, also müssen wir es einfach halten. Okay, das spielt einfach an verschiedenen Orten. Das spielt eben unten und das hier spielt halt auch dann irgendwo anders noch. Na gut. Sondern das hier, Flaschen drehen. Weißt du, ist nicht leicht, die Flaschen nur mit einer Laute zu drehen. Okay, das war, glaube ich, bei einem Minispiel, das ich auch vorhin schon gespielt habe. Alles klar. Dann in den, nicht vorhin, im letzten Part halt, meine ich. In den Hallen des Usurpators, die königliche Fanfare von Stolzmoor, pervertiert von der Dekadenz von King Knight. Ja, das war die Musik gerade eben. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und dann noch der dekadente Dandy, der... Prätendent muss vom Thron entfernt werden, auch wenn das gegen die Mode sein sollte und das eben das Bosskampfthema. Ja, hört sich ziemlich cool an. Okay. Spielt sogar noch weiter ein bisschen. Aber nur gut. Das heißt, kann mich dann vielleicht schon weiter upgraden. Ich habe ziemlich viel Gold jetzt bekommen. Ich schaue am besten, bevor ich mit denen rede, mal kurz wieder bei Kistian vorbei, ob der neue Relikte für mich hat. Oder ich kann halt die Chaoskugel auf jeden Fall kaufen. Moment, mal kurz Flachwitz. Hab neulich mit Mona geredet. Wenn dir ein Gewitter herbeizaubert, spielt sie sich auf wie eine Primadonna. So witzig. Psst, hey du Blauer. Ja, ich kann es gar nicht glauben. Was hast du denn? Immer noch nur die Chaoskugel, aber nehme ich mir auf jeden Fall mal. Ja. Yay. Oben und Y. Eine Kugel mit unendlichem Kampfpotenzial. Guten Wurf. Okay. Wichtig ist mal kurz, ich teste mal kurz. Zack. Okay, ist auch eine Fernwaffe, funktioniert schon anders wie der Feuerball, weil die eben durch die Gegend bounce, das Ding. Das ist interessant. Ich kann es auch mehrmals einsammeln, aber bringt mir nichts. Das ist interessant. Kostet übrigens auch 6. 6 Zauberdinger. Und das andere hat ja nur 4 gekostet. Also der Feuerball da halt. Hm, okay. Da finde ich sogar den Feuerball fast besser. Ich meine, die Kugel ist halt auch variabler einzusetzen. Sag ich jetzt mal, weil ich halt auch Gegner unter mir treffen kann. Wenn halt so eine Treppe vor mir ist, die nach unten führt. Aber ich finde trotzdem den Feuerball fast ein bisschen besser irgendwie. Aber na gut. So, ich brauche ja erst, ja, ich weiß, ich brauche erst die erste Marke. Ja, ja. Will ich das machen kurz? Aber ich meine, das kostet bei dir auch 4500 bestimmt, oder? Okay, bei dir ist es billiger. Okay, ich meine, aber Magie ist auch nicht so wichtig wie Leben, momentan zumindest. Wenn wir zum Beispiel, dass ich ändere mit noch cooleren Upgrades, aber momentan sind schon Leben wichtiger, finde ich. Und deswegen, auch wenn es teurer ist, werde ich dann, glaube ich, ich meine, ich kann sogar beides machen. Ich habe ja genügend Geld dafür.
Wir können aber beides mal. Machen wir es so. Also das mache ich auf jeden Fall mal. Weil mehr Leben könnte nicht schaden. Yay. Obwohl ich meine, andererseits bin ich ja bisher noch nie wirklich in Bedrängnis gekommen, was jetzt meine Lebenspunkte angeht. Das Problem war halt eher, dass ich in Schluchten gefallen bin. Und da können mich auch viele Lebenspunkte davor nicht bewahren. Leider. Aber dennoch kann es, glaube ich, nicht schaden. Mal auf. Yay. Der hat uns schon 6 Lebenspunkte. Sehr cool. Und da mehr Magie will ich bitte auch haben. Ja. Okay. Yay. Sehr cool. Vielen Dank. So, sehr schön. Gut, dann kann ich, glaube ich, auch hier gleich wieder gehen. Und gibt es noch irgendwas anderes in der Stadt zu machen? Ich glaube nicht mehr wirklich ansonsten. Dann, ich kann das hier wieder kurz wegmachen. Finde ich hier noch was? Nicht mehr, okay. Dann werde ich, glaube ich, gleich am besten wieder abhauen. Dann können wir auch gleich schon das nächste Level dann spielen. Hast du irgendwas Neues zu sagen eigentlich? Shovel Knight, viele Prüfungen erwarten dich. Nur Mut, Mücke, die Nier, blablabla. Kennen wir schon. Okay. So. Dann weiter geht's, würde ich sagen, ja, mit dem nächsten Level. Beziehungsweise, ich will kurz nochmal hier hin schnell gehen und kurz meinen Trank auffüllen. Das, ja, ich hätte mir den anderen auch noch kaufen können, den anderen Krug, aber passt schon. Wer hat mich geweckt? Sterbliche, ich will tanzen? Was ist tanzen? Kommt da, macht da nochmal den ewig langen Tanz? Ich mach mal nur, hilf mir. Eine Abfischkelch, ich kann die mit Zaubersekret füllen, ist nicht eklig. Ja, ich möchte nochmal das Nebendingens haben und diesmal will ich es auch nicht dann verschwenden, wie gerade eben wieder. Ich hab's ja noch voll, oder? Stimmt, ich dürfte das andere eigentlich noch voll haben. Das habe ich ja auch gerade eben, das hätte ich beim Bosskampf gerade eben hergeben können. Was ich gerade eben das Sekret des Mutes bekommen habe, von dem einen Fisch da. Ich weiß mal, das hier geht. Ist das überhaupt? Du kannst nicht noch mehr... Ja, genau, das geht gar nicht. Okay, dann machen wir kurz fertig. Ja, ja. Dann setz mal kurz ein. Das Ding hier. Ja, mach mal. Was? Nee, ich will nicht mit dir reden. Nein, nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Nein. Ich wollte... Nein. Wollte ich nicht. Hier. So, okay. Yay. Unbesiegbar. Voll viel gebracht. So, ich will... Ja, ich will das hier. Okay, diesmal kommt kein Tanz. Okay, wenn ich auf Tanz gehe, dann darf ich es nochmal sehen. Aber ich kann es jetzt quasi dann auch skippen. Finde ich sehr freundlich. Gehab dich wohl, geschaufelter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meiner Hilfe bedarfst. Ja, das werde ich bestimmt noch. Ich mache mal am besten hier den Feuerstab kurz hin. Das ist genauso wie auch mit Feen in Zelda-Spielen. Die sollte man nie standardmäßig ausgerüstet haben. Wenn man sich eben aussehen verdrücken kann und dann halt das einsetzt. Oder halt allgemein, das geht nicht nur für Zelda und mit Feen. Auch Tränke sollte man im Allgemeinen immer nicht auf seine Knöpfe belegen, weil man die häufig aussehen einsetzen kann. Also mir passiert das zumindest häufig. Na gut. Können wir auf jeden Fall noch mit dem Level hier anfangen. Der Lichhof gegen Spectre Knight. Okay. Werden wir es sehr wahrscheinlich... gruselig. Werden wir es sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Jetzt hier in dem Part noch, was noch übrig geblieben ist. Aber wir können auf jeden Fall halt schon hier uns das Level ein bisschen angucken. Was ja auch nicht verkehrt ist, würde ich sagen. So. Es sieht sehr gruselig aus, auch die Bäume da. Na gut. Was ist das hier? Hui, kann ich drauf bouncen auf den. Okay. Oh. Okay, ich kann sie auch in die Luft hieven. Sogar mehrmals. Okay. Das werde ich bestimmt noch später machen müssen, dass ich dann hier... Ah, warte mal, ich kann hier sogar eine Treppe bauen. Warte mal kurz. So. Und dann... Hui. Ja, nicht ganz. Das geht aber. Warte mal, das geht. Ja, fast. Ich will es hinkriegen. Mal kurz davor. Yay! Und da kann man hier sehr hochkommen. Hallo, Typ. Frosch. Und das muss ich dann bestimmt mal später irgendwie machen. So, okay. Alles klar. So. Hallo, ich bin Froschis. Ja, okay, da kann sich elektrisch schlafen. Ein elektrischer Froschi. Der ist da nicht ganz so nett. Okay, da will ich aufpassen. Auf die halten auch 2 Schläge aus. Ich frage mich, ob ich auch mal irgendwann später eine stärkere Schaufel halt bekomme und dann nicht damit auch mehr Schaden mache gegen solche kleinen Gegner und dann eben den doppelten Schaden gegen die machen kann oder sowas. Das kann ich bestimmt auch nochmal irgendwann machen. Okay. Jetzt habe ich das Grab da zerstört oder so. Was auch immer das ist. Okay. Ja, da kommt ein Geist. Was zum? Das Level ist sehr komisch. Da kommt ein Geist raus. Kann ich den besiegen? Ja, vielleicht. Ich kann den mal treffen. Nee, aber der haut immer ab von mir. Okay. Ja, offenbar besiegen kann ich den nicht. Der ist einfach dann da und nervt mich. Aber vielleicht wenn ich ihn ins Feuer locke oder sowas. Nee. Irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung. Dann kann ich dich einfach nicht besiegen. Oder ich kann mal kurz einen Feuerball auf dich werfen. Nee, hilft aber auch nichts. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Na gut, alles klar. So, dann weiter geht's. Hui und hui. So. Ah, ich krieg wieder ein bisschen Nahrung. Brauche ich. Ah, nee, eine Bombe. Hilfe, weg hier. Okay, da können auch Bomben drin sein. Fies. Sehr, sehr fies. Okay. Was ist hier drin? Hilfe, weg hier. Bam. Okay, sehr interessant. So, da kann ich doch bestimmt auch rein. Ja. Und ich finde hier mehr Sachen. Yay. Noch mehr Gold. Ja, Gold kann nie schaden, weil ich dann eben mich auch toll immer upgraden. Ja, toll mich immer upgraden kann. Okay, die Gegner sind schon stärker. Okay, die können ihren Kopf verlieren. Und danach laufen sie dann ein bisschen schneller offenbar, wenn sie ihren Kopf verloren haben. Das ist auch ganz interessant. Na gut, das kann ich auch noch wegmachen. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr in dem Raum. Gehen wir gleich weiter. Checkpoint.
Ja, wir sind noch am Anfang vom Level. Komm, ich bin mal ein bisschen risky hier. So, aber ich krieg hier viele Sachen. Yay! Ach man, jetzt da oben komme ich mit dir hin. Yay, okay. So, Bonusraum. Oh, ein weiterer Geist. Okay. Und ich will hier nach oben. Zack. Und ich finde hier... okay, alles nur für Gold offenbar. Mehr ist hier anscheinend nichts. Außer noch viele weitere Geister. Ist hier noch irgendwas? Aber okay, aber da ist noch was. Hier links. Okay, noch mehr Sachen. Also schon einiges an Gold. Also die Ausbeute war hier schon ziemlich hoch. Kann ich hier sogar auch noch rein? Kann ich. Kann ich, aber das ist wieder ein Gegner. Ein böser Gegner. Okay. Gut, ich glaube, das war alles hier in dem Raum. Dann gehe ich gleich wieder. Das mit den Geistern ist sehr interessant, weil ich weiß nicht, kann ich gegen die irgendwas machen? Das ist wirklich so. Keine Ahnung. Ihr könnt natürlich auch übrigens immer gerne Tipps in die Kommentare schreiben zu irgendwelchen bestimmten Gegnerarten, wenn ich da irgendwas nicht checke oder wenn ich irgendwie ein Relikt immer falsch einsetze und das eigentlich einen viel cooleren Nutzungszweck hat, als ich das immer benutze quasi. Was ist denn das da für einer, der rechts? Ich habe Angst. Könnt mir gerne eben immer Tipps in die Kommentare schreiben. Hilfe. Na, geh weg. Geh weg. Was machst du? Na, Hilfe. Okay. Ja, okay, jetzt kann ich gerade treffen. Hilfe. Okay, ja, der springt auch immer... Okay, ja, ich meine, die Gegner haben natürlich alle gewisse Muster, mit denen sie sich fortbewegen. Hui, hui, hui. Der macht immer zwei kleine Hopser und dann einen großen. Und dann fällt er in sich zusammen und dann kann ich ihn schön treffen. Okay. Oder nicht? Oder doch, jetzt schon, okay. Und besiegt. Yay! Und auch vieles angriff von dem. Ist echt cool. Okay. War jetzt auch kein so mega starker Gegner. Ging schon. Aber dennoch, leicht war der natürlich auch nicht, das ist klar. Hier sind wieder die coolen Elektrofrösche. So. Und dann nach links oben bin ich auf jeden Fall auch hin. Jetzt muss ich auch schon wieder dieses Ding da dann gleich benutzen. Mit dem ich hier nach oben bouncen kann, was auch immer das darstellen soll. Sondern links will ich hin. Ich kann jetzt mal kurz mal schnell diese Chaoskugel einsetzen. Gegen den Froschi hier. Bam! Okay, ja, ich meine, gut, ich meine, das Gute an der Chaoskugel, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, das macht sich auch ein bisschen besser als den Feuerball-Dings da, ist, dass die Chaoskugel noch weiter durch die Gegend bouncen, nachdem sie einen Gegner getroffen oder besiegt. Was ist denn jetzt los? Oh ne, jetzt sehe ich nichts mehr. Getroffen oder besiegt hat hingegen der Feuerball, der verschwindet ja, sobald er einen Gegner... Ja, sehr schön. Der verschwindet ja, sobald er einen Gegner getroffen hat. Also die, mit der Chaoskugel kann ich eben auch mehrere Gegner treffen. Mit dem Feuerball aber nicht. Das ist jetzt fies, weil der Hintergrund ist nämlich ja... Oh ja. Hintergrund ist nämlich auch... Ich sehe nichts mehr. Der Hintergrund ist auch schwarz. Und Shovel Knight ist schwarz und die Gegner sind dann schwarz, wenn es hier dunkel ist. Und deswegen kann ich ja gar nichts mehr sehen. Das ist fies. Vor allem, wenn dann hier da noch Schluchten sind. Dann ist es böse. Ja, das ist echt ein bisschen fies dann schon. Also ich merke schon, hier in den ersten paar Leveln, dass das Level, Shovel Knight nicht so mega einfach wird, glaube ich. Aber ist ja auch gut so. Ich mag ja schwierige Spiele. Vor allem schwierige Jump'n'Runs sind immer ganz cool. Und deswegen, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, wenn da ein bisschen Herausforderung auch geboten ist. Das mag ich immer sehr gerne. So, ich will jetzt aber nicht sterben, weil ich auch den Checkpoint gerade eben kaputt gemacht habe. Hier sind jetzt nämlich schon Schluchten, die auch da, wenn es dunkel ist, in dem Schwarz verschwinden. Und die man dann gar nicht mehr wirklich sehen kann. Ist schon echt ein bisschen böse. So, hier ist ein Checkpoint. Ich besiege, aber den lasse ich jetzt mal. Ich besiege mal euch schnell am besten. Und ich glaube, hier in dem Raum werde ich dann mal am besten auch gleich den, den Part beenden. Denn Leute, ich würde erstmal sagen, das ist hier eben für diesen Part von Let's Play. Oh, mehr Secrets. Von Let's Play Shovel Knight. Beim nächsten Mal wird es dann hier weitergehen. Dann werden wir erstmal dann den Secret-Weg erkunden, der dann hier unten ist. Soll ich den schnell machen? Den machen wir noch schnell. Und danach werde ich aber den Part beenden. Das ist wieder ein einzelner Secret-Raum, ja. Ich muss da jetzt entlang jumpen, okay. Sterbe ich im Wasser oder wie? Offenbar schon. Na gut. Ja. Okay, sehr gut. So, na halt. Und hier finden wir. Yay, mehr Stuff. Gut, also auf jeden Fall, wie gesagt, das war's eben für diesen Part. Beim nächsten Mal wird's. Ja, diese blöden Gegner, die immer aus den Wänden rauskommen, die erschrecken mich immer voll. Beim nächsten Mal wird's dann eben hier in diesem Level weitergehen. Und können wir auch dann bestimmt beim nächsten Mal schon abschließen. Und dann eben gegen Spectre Knight kämpfen. Was der so alles auf dem Kasten hat, da bin ich schon sehr gespannt. Und ich hoffe, dass ihr da auch schon gespannt seid. Ich freue mich dann auch schon wieder auf den nächsten Part, wenn ich dann hier weiterspielen darf. Weil macht mir echt, nach den ersten drei Parts kann ich schon sagen, echt sehr viel Spaß. Weil ich meine, 2D-Jump-Runs machen mir immer Spaß. Und deswegen ist echt ziemlich cool bisher, finde ich auf jeden Fall. Gut, und dann würde ich mir auf jeden Fall auch noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.